Moin ihr Lieben, ich bin Katharina und es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Wie ihr schon im Titel gelesen habt, soll es heute ums Geldsparen gehen. Aber nicht, wie man Geld spart, indem man auf irgendwas großartig verzichten muss, sondern wie man im Alltag geschafft, Geld zu sparen, ohne großartig verzichten zu müssen. Als erstes nutze ich gerne Angebote. Supermärkte ganz besonders haben regelmäßig Angebote, und wenn man nicht immer zum selben Supermarkt geht, sondern vielleicht auch einfach zu verschiedenen, da gibt es ja die diversen verschiedenen Supermärkte, Discounter und, dann hat man immer wieder Dinge im Angebot und auch immer wieder das Gleiche teilweise. Denn Dinge, die ich sehr gerne mag, wie haben wir hier beispielsweise mal die Lieblingsnudelsoße oder das Lieblingspesto. Das ist irgendwann mal im Angebot, und zwar sind es dann teilweise so um die 20%. Das ist günstiger, das steht ja auch oft mit dabei. Mal sind es auch vielleicht fast 30%, je nachdem wie gut das Angebot ist. Und dann kaufe ich diese Soße nur im Angebot, muss dann aber in dem Moment natürlich erstmal für den Moment mehr Geld ausgeben, spare aber am Ende. Das heißt, ich kaufe dann mehr auf Vorrat. Heißt, ich kaufe so viel Vorrat ungefähr, dass ich so Pi mal Daumen auskomme, bis es das nächste Mal irgendwo im Angebot ist. Sei es im selben Laden oder dann doch woanders. Und das ist der Grund, warum ich ganz gerne Angebote kaufe, weil das sind Dinge, die ich sowieso esse, die werden nicht schlecht. Und das ist der Punkt. Dann gibt es ja auch noch den Punkt, dass teilweise Studentenrabatte gibt oder Schülerrabatte. Beispielsweise der Unverpacktladen in Hamburg, Stückgut, der hat jeden Mittwoch 15% Rabatt für Schüler und Studenten. Das heißt, wenn, dann würde ich dann da einkaufen gehen, nur an dem Tag. Nicht nur, dass ich im Angebot kaufe, Dinge, die ich sowieso esse oder sowieso haben möchte, sondern dass ich auch sage, irgendwas wollte ich gerne mal ausprobieren. Jetzt ist es im Angebot, jetzt schlage ich zu, jetzt probiere ich es mal. Heißt, wenn man etwas probieren möchte, also sozusagen das erste Mal essen möchte, dann wartet man, bis es im Angebot ist sozusagen, und probiert es dann. Heißt, man hat zum einen gespart, und wenn man es dann gar nicht mag, hat man Glück gehabt, weil man weniger ausgegeben hat, als der eigentliche Preis ist. Wenn man es dann mag, kann man, wenn das immer noch im Angebot ist, einfach dann zuschlagen und sagen, ich habe es jetzt Anfang der Woche einmal probiert, kaufe jetzt mehr, weil ich es doch irgendwie mehr mag, als ich gedacht hätte. Dann würde ich auch noch Mitarbeiterrabatte nutzen. Zum einen kriegt man vielleicht selber Mitarbeiterrabatt, wenn man irgendwo arbeitet. Irgendwo aus der Familie arbeitet irgendwo, Freunde vielleicht arbeiten irgendwo, und das nutzt man dann. Das heißt, wenn man dann irgendwo einen Einkauf macht, der dort ist, dann nutzt man das. Vielleicht ist es im Supermarkt ein bisschen blöd bei so täglichen Einkäufen, aber beispielsweise bei Elektroartikeln, wenn man da jemanden kennt, der da Rabatt kriegt, bei Möbeln gibt es immer wieder Mitarbeiterrabatte, sowas, dann schlägt man in dem Falle dann zu und fragt denjenigen, ob er einem da nicht unter die Arme greifen kann, dass man diesen Rabatt nutzen kann. Dass er sozusagen erstmal für einkauft und das Geld dann am Ende wiederkriegt oder das Geld halt vorab bekommt. Das kann auf Dauer, gerade bei größeren Anschaffungen, doch eine Menge sein. Genauso ist es auch so, dass wenn jemand in einem Einkaufszentrum arbeitet, oft gibt es da dann eine Karte, so eine Einkaufszentrumkarte, wo dann bei unterschiedlichen Läden, machen immer nicht alle Läden mit, aber oft eine ganze Menge, gibt es dann so eine Art Center-Rabatt, kann man sagen, also Einkaufscenter-Rabatt. Das heißt, mal sind es 5%, mal sind es 15%, mal vielleicht sogar 20%, je nach Laden ganz unterschiedlich, dass man sowas dann nutzt und dann halt guckt, ob man da jemanden kennt. Zum einen ist es so, dass da auch manchmal Supermärkte sogar dabei sind. Das heißt, das ist auch eine ganz praktische Sache für Dinge, die vielleicht nicht unbedingt im Angebot sind, die man dann aber doch regelmäßig braucht, das dann da zu nutzen, wenn man da jemanden kennt, der einem entweder kurz mal die Karte leihen kann oder kurz mal mitkommt zum Einkaufen netterweise. Das ist noch so ein Tipp von mir. Ebenfalls Foodsharing ist auch noch eine gute Möglichkeit. Da kann man Lebensmittel zum einen kriegen. Das heißt, es gibt so eine Sammelstelle, wo Leute ihre Lebensmittel hinbringen, die sie nicht mehr essen oder die, wo sie sich verkauft haben, weil sie irgendwie doch eine Allergie haben oder es nicht mögen oder doch nicht vertragen, oder Leute, die vielleicht auch etwas gerettet haben, die geben das da auch ganz gerne mal ab. Andererseits ist auch so, dass Läden da dann teilweise auch was abgeben. Zum Beispiel in Hamburg gibt es einen Erdkorn in der Nähe von der Kellinghusenstraße, der immer
nach Ladenschluss, also nach 20 Uhr, ungefähr so um 20 Uhr rum, sollte man dann da sein. Und da geben sie alles, was normalerweise weggeschmissen wird, an die Leute raus. Das ist sogar nicht nur günstiger, sondern es ist umsonst und auch noch nachhaltig, weil dadurch dann kein Essen weggeschmissen wird. Genauso ist es ja auch, wenn man selber da was abgibt, beispielsweise man fährt in Urlaub und man hat ein bisschen viel eingekauft oder sowas schlecht wird, was noch im Kühlschrank steht. Wenn man das da abgibt, ist es ja auch nachhaltig und sorgt dafür, dass andere Leute sparen können. Das machen Leute, zum einen ist der Sparaspekt mit dabei und zum anderen ist es ja auch noch so, dass man dadurch deutlich nachhaltiger lebt, weil Lebensmittel nicht verschwendet oder halt eben weggeschmissen werden. Dann kann man auch noch sagen, man lässt sowas wie Süßigkeiten und Chips und den ganzen Salzkram einfach weg. Das ist nichts, was man braucht zur Ernährung. Also es ist nichts, was richtig nahrhaft ist und eine Mahlzeit ersetzt oder ein Teil einer Mahlzeit ist. So spart man zum einen Geld und zum anderen, außerdem kann man auch sagen, das mache ich ganz gerne, ich kaufe Süßigkeiten und Chips, wenn ich sie kaufe, nur im Angebot und nicht außerhalb von einem Angebot. Heißt, kaufe ich auch mal etwas ein bisschen mehr, weil ich mir sage, ja, jetzt ist es im Angebot, jetzt kaufe ich es. Und wenn ich es dann bis zum nächsten Mal, dass es im Angebot ist, aufgegessen habe, dann habe ich halt erstmal nichts. Oder ich kaufe es auch mal zeitweise gar nicht, obwohl es im Angebot ist. Weil so spart man dann auch eine ganze Menge, weil das ja nichts ist, was man zwingend benötigt. Und weiterer Aspekt, man lebt automatisch deutlich gesünder. Genauso ist es auch so, wenn man Dinge hat, wo man Sorge hat, okay, die könnten jetzt schlecht werden. Beispielsweise man hat noch eine große Portion von irgendeinem Eintopf oder von Nudeln oder ähnlichem übrig. Entweder sowieso kalt stellen im Kühlschrank ist immer das Wichtigste, aber vielleicht einfach einfrieren ins Gefrierfach. Kann man mit Brot genauso machen, wenn man sagt, oh, das Brot schaffe ich jetzt doch nicht schnell genug aufzuessen, weil ich jetzt doch 2 Tage nicht zu Hause bin. Friert man es einfach ein und am Ende taut man es wieder auf. Natürlich ist frisches Brot natürlich nochmal eine andere Geschichte, aber es ist wenigstens nicht verschwendet und wird nicht schlecht. Was zum Beispiel Handys angeht oder Handyverträge, da kann ich jetzt nicht sagen, Anbieter A oder B ist jetzt der günstigste. Jeder muss für sich wissen, entweder welchen Anbieter möchte er haben, das heißt, wo lebt er, wo hat er am besten mit welchem Anbieter Empfang, da kann man pauschal nichts zu sagen und auch wie viel braucht er an Leistungen. Muss er jetzt noch eine SMS-Flat mit bei sein? Muss jetzt viel Internet dabei sein? Und solche Sachen. Aber einen Tipp habe ich auf jeden Fall. Ich habe das mal mit jemandem miterlebt, weil ich mit dabei war bei einem neuen Handyvertrag, dass man einfach mal zu den Läden hingeht, also zu den unterschiedlichen Anbietern, einfach mal nachfragt, was sie einem denn da so anbieten können. Heißt, man holt sich Angebote ein, am besten mitten in der Stadt zu den Hauptstellen gehen, also zu den Hauptfilialen gehen und dann nachfragen. Am Ende, ich weiß nicht, ob ich das könnte, das ist schon fast ein bisschen dreist, habe ich so ein bisschen das Gefühl, aber es geht locker. Die nehmen einem das auch nicht übel, muss ich sagen. Wenn man sagt, man hat ein Angebot von Anbieter A bekommen, die machen das meistens ja auch schriftlich, dass sie einem das aufschreiben, damit es visualisiert wird. Und dann geht man mit diesem Angebot, weil man sagt, ja, ich überlege es mir nochmal, zu Anbieter B und sagt dann ja hier, Anbieter A kann mir das bieten, lege ich das sozusagen vor und sage dann, ja, was könnt ihr mir bieten? Das Ergebnis war, dass der Verkäufer oder der Typ im Laden ist am Ende mit diesem Zettel von der Konkurrenz nach hinten gegangen zum Chef und hat gesagt, ja, ich frage mal nach und hat nachgefragt, was er denn da überhaupt so machen kann. Heißt, welche Sachen, was kann er einem nochmal so rausholen? Was außerhalb von einem normalen Vertrag ist, wie er so in irgendwelchen Unterlagen drin steht. Er kam wieder, hat gesagt, ja, was Besseres kann ich auch nicht anbieten, tut mir leid. Also war einfach nur ehrlich und hat nicht gesagt, ja, ich habe jetzt dies und das Angebot, ne? Sondern war ehrlich und hat gesagt, ja, tut mir leid, so gut, das sind wir nicht, sowas Gutes kann ich nicht anbieten. Das heißt, man kann mit ein bisschen verhandeln, sowas wie Anschlussgebühren wegkriegen. Man kann vielleicht auch noch mal einen Rabatt für den ersten Monat haben. Man kann einen Rabatt vielleicht bei einem Handy haben, was noch dabei ist und solche Sachen. Weil das sind teilweise nicht so besondere Dinge. Das sind Dinge, die automatisch machen können, die schon mit einkalkuliert sind. Das heißt, wenn sie diese Rabatte nicht geben, dann machen sie nur einfach noch mehr Gewinn,
aber sie sind eigentlich schon einkalkuliert. Das heißt, wenn der Kunde nicht nachfragt, dann geben sie die nicht und freuen sich, dass sie mehr Gewinn machen oder halt in dem Falle der Verkäufer dann mehr Provision bekommt, wenn sie auf Provisionsbasis arbeiten, was in dem Fall ja oft so ist. Aber zum anderen ist es auch so, dass sie einfach da auch in den Hauptfilialen in der Stadt einfach auch die größten Angebote raushauen dürfen. Wenn es um Strom geht, kann man eine ganze Menge sparen. Nicht nur, dass man sich vielleicht einen günstigen Stromanbieter aussucht, das ist eine Sache, sondern dass man auch guckt, wie viel Strom verbraucht man. Heißt, vielleicht nicht immer den Stecker an der Steckdose haben. Dinge, die auf Standby sind, ausschalten, sei es den Hauptschalter hinten am Gerät. Oder anstelle Hauptschalter gleich den Stecker ziehen. Mal abgesehen von Dingen wie Kühlschrank, die auf jeden Fall laufen müssen, macht man vielleicht einfach alle Sicherungen aus und spart so auch nochmal eine ganze Menge Strom, weil so ganz klar kein Gerät im Standby ist und Strom verbrauchen kann. Selbst die Stecker zum Laden fürs Handy, wenn man die in der Steckdose hat, die verbrauchen Strom. Es ist nicht viel, es ist nur ganz, ganz, ganz minimal. Aber selbst das rechnet sich zusammen und ist auf Dauer doch dann eine Summe, die zusammenkommt. Zwar nur eine sehr, sehr kleine, aber es kommt was zusammen. Genauso ist es auch, achtet drauf, dass ihr das Konto nicht überzieht. Klar, manchmal geht es nicht anders, wenn man knapp bei Kasse ist vielleicht und ehe man dann am Ende doch nicht einkaufen gehen kann und nichts zu essen hat, sollte man vielleicht doch mal minimal überziehen. Aber wenn man überzieht, Überziehungszinsen ist Geld, was man sich sparen kann, indem man sagt, ja, dann kauft man eben nicht die eine Sache jetzt, sondern vielleicht eine Woche oder zwei Wochen später, wenn der Monat um ist und man wieder frisch Geld auf dem Konto hat. Weil Überziehungszinsen, das ist genau das, wovon die Bank lebt, wo die Bank eben ihr Geld mitmacht. Und genau das kann man sehr einfach vermeiden, indem man das Konto nicht überzieht. Klar, wenn man jetzt sagt, ja, dann schalte ich es aus, dass ich nicht überziehen darf, kann man auch machen, um sich selber, wenn man sagt, man kommt damit nicht so klar, da ein bisschen zu zügeln und zu sagen, man selber setzt sich da eine Sperre, dass es einfach nicht geht und dann tut man es nicht. Andererseits ist es so, wenn man sagt, man möchte aber auch mal was finanzieren, sei es irgendwie ein Handy oder irgendwas auf Finanzierungsbasis sich kaufen, dann hat man damit wieder ein Problem. Denn wenn die Bank sagt, man darf nicht überziehen, dann kann es ja auch einen Grund haben, dass die Bank einem das von sich aus nicht erlaubt. Nicht, weil man selber sagt, man möchte es nicht. Und dann darf man auch nichts mehr finanzieren. Da muss man sich dann halt genau überlegen, ob man das wirklich ausschalten möchte. Andererseits habe ich ja schon oft gehört, dass Leute sagen, ja nee, am Ende des Monats habe ich kein Geld mehr, da kann ich nicht. Ging darum, um eine Veranstaltung in Hannover, wo die gesagt haben, nee, am Ende des Monats habe ich kein Geld mehr. Und habe ich mich gefragt, wieso, man hat doch am Anfang, man hat doch insgesamt genau gleich viel Geld. Ob man das Geld für die Fahrkarte jetzt am Anfang vom Monat ausgibt oder am Ende, das macht doch gar keinen Unterschied. Aber das zeigt halt, wie wenig die Leute haushalten können mit dem Geld. Wenn man das nicht kann, dann legt man einfach das Geld zur Seite. Man hebt es ab von der Bank und packt es sich in eine Schublade zu Hause und da liegt es dann. Und dann gibt man es erst dann aus, wenn man es braucht. Oder wenn man sagt, man gibt halt das Geld aus, was man auf dem Konto hat. Je nach Budget, was man selber zur Verfügung hat, gibt man sich eine gewisse Summe, die man jeden Monat sparen möchte. Und diese Summe hebt man ab. Und wenn es nur 5 Euro sind, 10, 20 oder vielleicht auch 50, je nachdem, wie viel man zur Verfügung hat, die hebt man ab und legt man in eine Schublade vielleicht oder packt man auf ein extra Sparkonto, sowas wie ein Sparbuch oder ähnliches. Und das ist dann die Sache. Dann ist es weg vom Konto und dann hat man dieses Geld nicht mehr zur Verfügung, um es auszugeben. Und das hilft, kann sehr, sehr, sehr helfen, um auch mal zu sparen. Ich habe es eine Zeit lang gemacht, dass ich jeden Monat 50 Euro, glaube ich, waren es in dem Falle, weil ich das Geld erübrigen konnte und einfach gesagt habe, hey, ich will nicht so viel kaufen, zur Seite gelegt habe. Klar, wenn ich mal gesagt habe, ich will mir was gönnen oder so oder was leisten, dann habe ich auch davon mal was genommen von dem, was ich zur Seite gelegt hatte. Aber generell ist das eine gute Möglichkeit zu sagen, so spart man, weil man hat gar nicht dieses Geld im Kopf. Es ist ja eigentlich gar nicht mehr existent als Zahl auf dem Kontostand. Und das kann sehr gut helfen, weil es ist manchmal etwas schwierig zu sagen, ja, da sind doch noch beispielsweise 150 Euro auf dem Konto, also habe ich gefühlt noch 150 Euro zur Verfügung. Wenn man aber eigentlich letzten Monat 50 Euro gespart hat,
diesen Monat nochmal 50 Euro sparen möchte, dann hat man eigentlich nur noch 50 Euro zur Verfügung und dann klappt das nicht. Ja, wenn man vielleicht Schüler ist oder Student ist, dann hat man nicht 50 Euro jeden Monat. Und wenn es nur 5 Euro sind, es ist etwas, es kommt eine Summe zusammen über das Jahr und über die Zeit. Und es ist schön, wenn man immer ein bisschen Geld hat für entweder es ist mal ein Notfall, irgendwas geht kaputt, man muss sich ein neues Handy kaufen, weil das alte einfach nicht mehr funktioniert. Und ohne Handy ist es ein bisschen schwierig. Oder irgendwas anderes passiert, wie Waschmaschine geht kaputt oder irgendetwas anderes. Dann hat man ein bisschen Geld in der Hinterhand für Notfall oder weil man sich einfach mal doch einen kleinen Wunsch erfüllen möchte, der ein bisschen mehr kostet. Dann hat man ein bisschen Geld zur Verfügung und ist nicht gleich so komplett knapp bei Kasse, weil man das ganze Jahr mit einkalkuliert hat. Ja, das sind so meine Ideen, wie man Geld sparen kann. Vielleicht habt ihr noch ein paar andere Ideen, oder wie macht ihr das, wie ihr Geld spart? Würde mich mal sehr interessieren. Und sonst hoffe ich, dass diese Tipps für euch hilfreich waren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!